Guten Abend. Danke. Wenn über Sie gesprochen wird, dann gehen die Meinungen ziemlich weit auseinander. Wenn man mit ihr spricht, dann vertritt sie ihre Meinung mit besonderem Nachdruck. Ein Vorgespräch zu dieser Sendung zum Beispiel hat sie schlicht und einfach abgelehnt mit den Worten, der soll mich halt fragen und wenn er irgendwelche Fehlinformationen hat, dann werde ich sie schon richtig stellen. Wem ich erzählt habe, dass sie heute Abend mein Gast ist, der hat gesagt, oh. Es waren einige O's und sie hatten alle unterschiedliche Betonungen. Ich bin froh, dass ich mit einer Bemerkung über sie beginnen kann, die bestimmt keine Fehlinformation ist. Eine der bekanntesten und beliebtesten Schauspielerinnen deutscher Zunge. Möge ihre Zunge in den nächsten 45 Minuten so locker sein, wie in den vielen Rollen, die sie so bekannt und so beliebt gemacht haben. Herzlich willkommen, Inge Meisel. Jetzt sage ich auch, oh. Das ist ja Trampolin hier, Fabian. Aha. Gut. Fühlst du dich wohl? Für so kleine Frauen was Wundervolles. Das erste Fishing for Compliments, merken Sie's? Sie möchte auf ihre Größe angesprochen werden. Sie hat mir vorhin schon ein Ding verpasst. Ich kenne sie ja. Sie hat gefragt, duzen wir uns oder sitzen wir uns vor der Kamera? Ich habe gesagt, wie im Leben. Und dann hat sie gesagt, na wie schön, dann brauche ich nicht zu lügen, aber du hättest mir einen Gefallen tun können. Mich ausgerechnet vor eines meiner Kinderbilder zu setzen, ist eine absolute Frechheit, Gemeinheit. Alle Falten kommen viel mehr raus. Also ist doch. Damit wollten wir lediglich beweisen, dass sie sich kaum verändert hat. Schauen Sie mal. Oh, oh, oh. Ein großer Komiker, Herr Palmberg, hat darüber mal gesagt, Öl, Öl, weiter. Es geht runter wie Öl. Aber ne? Nein, hier ja. Oben, so tut so gut, auf der Brust. Ja. Sie hat mir vorhin von Max Palmberg noch was anderes erzählt. Das ist aber nun schon gewagt da. Das ist jetzt sein Problem. Ja, ja. Denn das war etwas zweideutig. Ich glaube, ich habe Ihnen schon mal erzählt, ich werde so oft gescholten, geschimpft, angegriffen, weil ich sehr oft unseren Kollegen spruchlos lasse, toi, 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 womit wir uns Glück wünschen. Das haben wir zwei natürlich eben hinter der Bühne auch gemacht. Da spuckt man sich normalerweise über die linke Schulter, aber sie hat gesagt, sie will ja immer was Besonderes, die Inge. Dann hat sie gesagt, nee, 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 das machen wir nicht so. Wir reden ja nicht mit der Schulter, wir reden mit dem Mund. Wir spucken uns in den Mund. Und da hat es mich schon ein bisschen gerissen. Aber da dann sieht man, wie schnell er reißt. Dann hat sie noch einen draufgesetzt und hat eben von Max Palenberg erzählt, er hat was ganz anderes gemacht. Soll ich wirklich? Ja, na klar, wenn der schon, der dann. Der kam immer hinter der Bühne zu seiner Partnerin und hat also Fritzi Massari, seine Frau. An eine bestimmte Stelle gegriffen und hat gesagt, toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Und seit der Zeit sagt Inge Meisel, und jetzt mache ich das bei mir selber, weil ich ja niemanden mehr habe, der das machen kann. Und Sie glauben es nicht, er hat es gemacht. Aber bevor er mich einführt, möchte ich sagen, ich habe keinen Spickzettel mitgebracht, sondern ich habe gestern etwas gefunden. Und das wollte ich ihm eigentlich gleich vor unserer Sendung sagen, damit er weiß, was er heute vor sich hat. In seinem Horoskop steht für 83, ja, im Berufsleben erweisen sich vor allem ihre Beziehungen zu älteren Personen als ausgesprochen positiv und fördernd. So. Nun fördere mich mal. Vielleicht gelingt es mir mit einem Zitat von dir. Oh. Ich habe auch netten Menschen gegenüber eine sehr unangenehme Eigenschaft. In den ersten 5 Minuten habe ich immer das Gefühl, ob der was von mir will. Ja, es ist noch viel schlimmer. Ich bin an und für sich von Natur aus ein entsetzlich misstrauischer Mensch und habe mir dadurch im Leben sehr viele Freuden versaut.
Denn immer wenn jemand kam und es wirklich nett meinte und kam an und sagte, du, das war aber gut gestern Abend oder das hat mir sehr gefallen, dann habe ich so in meinem Hinterkopf gedacht, na, was will denn der? Hm? Und dann habe ich festgestellt, dass Busch mal gesagt hat, wer ewig also im Misstrauen rumwühlt, der findet auch im Sauerkraut Raupen. Und seitdem suche ich immer im Sauerkraut. Es ist natürlich klar, Inge, dass wir was von dir wollen. Wir alle wollen möglichst viel von dir wissen, über dich wissen. Und so herzlich willkommen wie hier zum Beispiel warst du angeblich an deinem 1. 30. Mai zu Hause in Schöneberg bei Berlin nicht. Nein. Wieso Soll ich nicht? Sagen, warum? Ja, sicher. Ja, gut. Na, ich weiß ja, ich denke mal, deine Fragen gehen noch weiter. Du wühlst so noch. So was Niedliches ist auf die Welt gekommen und dann wollten die das nicht. Meine Eltern waren sehr jung. Meine Mutter war noch nicht 18, mein Vater war noch nicht 19. Und, eine feine Familie gewesen. Ich bin ein Kind der Liebe gewesen. Also wie sie zum Traualtar gingen oder zum Standesamt, musste meine Mutter, die eine Dänin ist, auch Papiere haben, ja. Und sie kamen dahin, sie war schon im 5. Monat und dann hieß es, es geht also nicht, sie könnten nicht getraut werden, denn die Papiere sind noch nicht da. Und sie beschlossen, sie zu dieser großen Gesellschaft zurückzukehren und zu erklären, sie sind getraut. Denn man konnte ja die Leute nicht enttäuschen, nicht wahr? Sie mit dem kleinen Bauch. Und immer im Bewusstsein, da kommt der Erbe, der Sohn. Ich weiß nicht, das ist eine Krankheit der Deutschen, glaube ich. Der Erste sollte immer ein Sohn sein, nicht? Das ist so männlich. Also ist ganz gut, dass wir im Manzen noch mal da sind, nicht? Und ich wurde also als Mädchen geboren, wie gesagt, immer noch unehelich, wusste es aber nicht. Und das ganze Geschirr war schon fertig mit zwei entzückenden Hähnen drauf und in der Mitte ein J. Mein Vater und meine Mutter schwärmten für Johnny Mills. Das war ein berühmter Traber zu dieser Zeit. Und ich kam an und es fehlte der kleine Unterschied. Und dort entschlossen sie sich dann in der Nacht, mich Inge zu taufen. Nur wegen dieses J. Sie wussten, fanden keinen Namen. Und ich habe Jahre später erst in einem Stammbuch, das gab es damals, festgestellt, dass ich eine uneheliche Tochter bin. Und ging hin und sagte, warum steht da Inge Hansen und nicht Inge Meisel? Und da sagte meine Mutter, du bist ein Kind der Liebe. Und das war Pech. Und so war ich sehr beglückt. Und als mein Bruder geboren wurde, 1915, mein Vater war im Krieg, also nur auf Urlaub. Und ich habe ihm später immer vorgeworfen, du bist ein Kind des Urlaubs und ich ein Kind der Liebe. So haben wir das geklärt zu Hause. Also mit dem J, das interessiert mich. Gab es denn damals den schönen Namen Julia zum Beispiel oder Juliane? Gab's das Gott sei damals Dank, nicht? Da sind meine Eltern noch nicht drauf gekommen. Aber mein Vater liebte Ibsen und da gibt es eine Rolle Frau Ingeborg auf Östrow. Ja. Und sofort fiel der bei mir auf Ibsen. Aha. Ja. Der Vater ist gerade erwähnt worden. Ich darf das Stichwort aufnehmen. Also der wollte einen Sohn und ich glaube, er wollte auch von dem Sohn, der noch gar nicht da war und der dann mit dem Sprung ankam. Das sollte ein Jurist werden. Ja. Ein paar haben es verstanden. Ne? Ja. Er sollte ein Jurist werden. Und erst als ich meinem Vater so mit 15, 16 sagte, du hättest Pech bei mir. Ich würde nie ein Richter werden, nie ein Staatsanwalt, sondern immer ein Verteidiger. Und ich würde immer Leute verteidigen, die dir nicht liegen. Lass es, Papa, lass es. Und er ließ es. So früh hat das schon angefangen. Oh ja, ich war mit 15 schon in der politischen Jugend. Ich war bei den Jungdemokraten. Ich gebe keinen Schreck bei dir. Wir haben ausgemacht, wir haben immer so wenn Zeichen. Ich politisch werde, macht er so. Zeig uns mal beide in der Kamera. So müssen wir beide machen. Das heißt Folgendes, wenn sie politisch wird, was sie gerne wird, dann wollen wir das unterlassen, nicht weil wir völlig unterschiedlicher Meinung sind oder sein könnten, sondern weil wir mit der Ausstrahlung dieser Sendung in die Wahlzeit kommen und es ist ein Gesetz, sogar ein geschriebenes, dass politische Äußerungen, während sich verschiedene Politiker um die Stimmen und das Vertrauen ihrer Wähler bemühen, dann sollen wir uns möglichst zurückhalten, weil wir sowas Ähnliches wären wie Bezugspersonen. Und man könnte also daraus ableiten, dass wir vielleicht erfolgreicher sein könnten als die Politiker. Wer mag das schon? Ne? Okay, das haben wir abgehandelt. Sie
Wo waren wir denn stehen geblieben? Mit dem Juristen? Also eigentlich waren wir mit dem Juristen, mit dem Vater, mit dem Geliebten. Prima. Denn ich bin eine Vatertochter. Ja. Ich habe wirklich mehr vom Vater abbekommen und bin eigentlich ein Sohn geworden. Und ich Ja, ist wirklich wahr. Und es ist etwas sehr Merkwürdiges passiert, als meine Mutter so 88 war. 89, also ein bisschen manchmal das Gehirn nachließ. Hat sie immer, wenn ich nach Hause kam, sie lebte bei mir, zu mir gesagt, Jule, bist du da? Und dann kam ich rein und sagte, Grete, also spinne ich. Inge ist da, ja? Deine Tochter Inge. Und dann sagte sie, ja, Jule, ich weiß. Ich war eigentlich der Vater geworden, der Mann. Etwas sehr Merkwürdiges. Jetzt bin ich aber wirklich erstaunt, wie nah ich vorhin an der Juliane war. Ich habe keine Ahnung gehabt. Er hieß Julius. Dass die Mama dann gesagt hat, Jule. Ja. Also das mit diesem... Nun sind wir davon weg. Juristen wurde nix. Und der Papa musste sich nun in sein Schicksal fügen. Und wenn ich richtig informiert bin, da hat er das eigentlich an einem Tag getan, als du zu deinem Vater gesagt hast, ruf mal die Luzi höflich an. Das war allerdings viel später, mit 16. Ja, wir müssen ja Sprünge machen, denn sonst wären wir nie fertig mit der Sendung. Ich kann ja nicht in deiner goldenen Jugend so lange verharren. Das ist aber sehr schade, da wäre ich wieder jünger durch. Bitte, lassen wir alles andere also weiter, weg, lassen wir also alle 16. Erfolge später weg. Ja? Wie kam es dazu, dass du einfach gesagt hast, ruf mal die Luzi höflich an? Nein, es ist also ein bisschen anders gewesen. Es gab zwei Lehrerinnen in Berlin, Eka Grüning und Luzi Höflich. Und meine Familie war eine große Theatergängerfamilie. Es war eigentlich unerträglich. Unsere Sonntagsfrühstücke fanden nur statt mit Zank und Krach und Hauerei und Aufstehen und wieder hinsetzen über Theaterstücke. Über Regisseure, über Schauspieler. Also was anderes war bei uns überhaupt nicht drin. Dabei war mein Vater ein Generalvertreter von Zigaretten, also hatte nichts damit zu tun, außer dass er uns abends Romane vorlas. Ich habe zum Beispiel mit 10 den ganzen Thomas Mann vorgelesen bekommen von ihm. Also davon abgesehen. Und er hatte also zwei Lieben und die eine davon war die Grüning und die Höflich. Und er hatte, als er in den Krieg ging und wusste, dass eine besonders schlimme Zeit auf ihn zukam, der Grüning einen Brief geschrieben, in dem er ihr seine große Verehrung zu Füßen legte und ihr sagte, wenn er stürbe und viele, gäbe es zwei Menschen, die er bedauerte, nämlich seine Frau und sein Kind. Aber er möchte von einem Menschen Abschied nehmen, der eine größte Freude begangen hat, für ihn, also ihm gegeben hat in seinem Leben. Die Mutter Orse in Peer Gynt von ihr. Und als ich dann zum Theater gehen wollte, sagte er, wenn du bei der Grüning die Erlaubnis kriegst, dann bitte. Und ich ging also zu Frau Grüning, nachdem Herr Jessenheim mich nicht genommen hatte, und sprach ihr vor und erzählte ihr die Geschichte und sagte, deswegen bin ich hier. Und da sagte sie, einen Moment, und nun kommt etwas, ich glaube nicht an Zufälle, ich glaube nur an Bestimmungen. Ich war 16 Jahre und sie stand auf und verschwand für eine Viertelstunde, kam mit einem riesen Pappkarton wieder und fing an zu suchen, zu suchen, zu suchen und zog einen Brief raus und sagte, Julius Meise, Kriegsnummer so und so. Und da sagte ich, das weiß ich nie. Nein, das ist nicht die Schrift meines Vaters. Es war die Schrift meines Vaters mit seinem rechten Arm. Er hatte den linken an der Somme liegen lassen. Ich kannte diese Schrift gar nicht. Es war für mich eine der großen Dinge meines Lebens. So, nun weiter. Wir haben es gar nicht so eilig. Es gab Schauspielunterricht. Wie lange ungefähr? 2,5 Jahre. Das war Usus damals. Und in 2,5 Jahren konnte man all das lernen, was die große Inge Meisel später alles gekonnt hat? 1,56 Meter, wir wollen es mal wieder reduzieren. Du sprichst jetzt wieder von der Länge, ich spreche von der Größe. Ja, also bei Größe bin ich auch sehr bescheiden. Aber es ist so gewesen, dass ich also sofort ein Engagement nach Berlin haben konnte, zu Barnowski. Und da kamen die Grüning und die Höflich und sagten, das kommt gar nicht in Frage. Eine Anfängerin hat in die Provinz zu gehen und hat sich abzuspielen. Denn wo kämen wir hin,
wenn eine Anfängerin gleich in Berlin spielen würde. Und ich muss Ihnen sagen, mit mir ging Biggie Horney zur Schule und die musste nach Würzburg und ich musste nach Zwickau. Und dort habe ich wirklich in einem Jahr 21 Rollen gespielt. Wir hatten auch noch eine Operetten-Version an diesem Theater, was sehr schwach war, denn so groß war ganz Zwickau ja beinahe nicht, nicht? Und ich musste also wirklich für den Tenor jeden Sonnabend, denn jeden Sonnabend gab es Operette, es musste ja einmal in der Woche ausverkauft sein, das Glas Sekt hinbringen. Ich kann heute noch alle Lieder, die der gesungen hat, dieser Herr Scherdeck, von Zirkusprinzessin über, also weiß ich, sonst was. Ich bin versiert da drin. Gott sei Dank bin ich unmusikalisch und kann Leute damit nicht quälen. Es waren so viele Zwischentöne darin. Ich habe jetzt noch im Ohr diese herrliche Betonung von der Inge Meisel vorhin. Mein Vater war General, Vertreter für Zigaretten. Das sind so die Pausen, die man setzen können muss, damit sie Wirkung erzielen. Das war aber eine Versehenpause. Ich bin wirklich gegen Generäle. Sofort wieder so. Na, über NATO und so dürfen wir, da haben wir gar keine Zeit dazu. Nein, wir sprechen nicht davon aus. Ich finde das fabelhaft, denn es muss wohl an dieser Art zu sprechen, an dieser Art sich mitzuteilen, gelegen haben, dass 1930 zum Beispiel ein Kritiker der BZ schrieb, auf dieses Mädchen tippe ich. Und der Kritiker Papst seiner Zeit in Berlin, Alfred Kerr, sagte wenig später über die gleiche junge Dame, sie ist ein richtiges Talent. Mhm. Was das aus diesem Munde bedeutet hat, das konnte nur wissen, wer wusste, wer Alfred Kerr ist. Man könnte annehmen, dass danach alle Türen offen standen. Das kann man nicht behaupten, nein. Also standen die Türen offen. Ich ging von Zwickau nach Leipzig. Und von Leipzig kriegte ich ein Engagement nach Berlin, ans Renaissance-Theater. Mit Fräulein Frau, mit einem Stück von Fulda. Und ich hatte das ungeheure Pech, dass das in das Jahr 1933 fiel. Und ich war also kaum am Theater, so war ich sozusagen wieder weg vom Fenster. Ich hatte gerade so einen ganz kleinen Anstieg gemacht. Und dann ging ich, um wegzukommen, Dolly Haas, das ist dir noch ein Begriff, es war eine bezaubernde Schauspielerin damals, holte mich nach Paris und in Paris habe ich zwei Filme gedreht und dann kriegte ich die Nachricht, dass mein Vater, der 80% kriegsverletzt war, nicht auswandern konnte. Wir haben gar nicht gesagt, der Papa war Jude, die Mutter war evangelisch und war Dänin. Und dass er aber nicht keine Auswanderungspapiere bekam, weil man als schwer verletzt, also schwer invalide, kein Land fand, das einen aufnahm. Und ich ging sofort aus Paris zurück und hatte damals einen sehr liebenswerten Mann, mit dem ich nicht verheiratet war, den ich auch nicht heiraten konnte, durch die Nürnberger Gesetze. Und wir gingen nach Danzig, weil ich zu Papa sagte, Julchen, bleib ganz artig, das dauert nur 2 Jahre. Derweil überlebe ich in Danzig, im Freistaat, und dann ist das Ganze, kommen wir wieder zurück. Und Danzig wurde dann 35 aber auch deutsch, und es war gar nicht zu Ende. Und der Papa hatte das große Glück, dass meine Mutter Dänin war und wir evangelisch erzogen worden waren. Und er brauchte dadurch den gelben Stern nicht zu tragen. Das war das große Glück. Ich ging dann mit meinem damaligen Mann, als Fräulein Meisel sozusagen, tauchte ich unter und durfte nicht mehr spielen. Ich hatte noch ein entsetzliches Erlebnis. Darf ich schnell erzählen? Natürlich. Weil es wirklich eine fabelhafte Rehabilitierung für einen Menschen ist, der eigentlich ein Nazi war. Meine Mutter hatte, weil sie das alles nicht einsah, meine Mutter war eigentlich mit Klaus Störtebeker verwandt. Die war nämlich der General in der Familie. Also, und die hatte ein Gesuch gemacht an den Reichspräsidenten der Theaterkammer, Herrn Ludwig Körner, ob ihre Tochter nicht eine Sondererlaubnis kriegen könnte. Und als ich zurückkam, wurde ich zu Herrn Körner bestellt. Ich war so wütend auf sie, ich kann es Ihnen gar nicht sagen. Und ich kam da also hin, der Körner kannte mich, der hatte mich ein paar Mal gesehen, in Leipzig und in Berlin. Und der sagte, Sie sind bei mir falsch, Meisel, eine Etage höher bei meinem Bruder. Und ich kam darauf und legte ihm das vor und ich kam rein und der war sehr, sehr nett. Er saß in einer Uniform da, in einer SS-Uniform.
und hinter ihm das Hitlerbild. Und er sagte, nehmen Sie Platz, Fräulein Meisel. Ich habe hier Ihre Akte und alles. Das tut mir wahnsinnig leid. Mein Bruder hat mir erzählt, Sie sind eine Begabung. Und es tut mir einfach leid, einen jungen Menschen das sagen zu müssen. Ich kann Sie nicht erlauben. Ich kann Ihnen die Erlaubnis nicht geben. Wenn Ihr Vater gefallen wäre da an das Somme, dann würden Sie jetzt spielen können. Und ich guckte runter, wie es meine Art immer war, lachte ein bisschen und sagte, ach, wissen Sie, darüber ist unsere Familie eigentlich ganz froh. Und er guckte mich an und sagte, um Gottes Willen, das habe ich nicht gesagt. Das habe ich überhaupt nicht gemeint. Bitte entschuldigen Sie. Dieser Mann war so durcheinander einen Augenblick. Ich habe so etwas noch nicht erlebt. Der sagte immer wieder, tun Sie mir einen Gefallen, vergessen Sie das bitte, ja? Vergessen Sie es. Einen Moment mal, bleiben Sie sitzen. Und ich blieb also wieder sitzen, er ging weg, kam nach 10 Minuten wieder, sagt, kommen Sie wieder runter zu meinem Bruder. Ich kam also wieder zu Ludwig Körner und er sagte, also mein Bruder hat das gar nicht so gemeint, der hat mir das eben erzählt, das ist also völlig, es ist gar nicht sein Stil. Und ich sagte, ist ja schon gut. Er hat mir gesagt, wenn, dann, also ist nicht. Und Körner sagte, also wir überlegen uns das nochmal, wir werden nochmal mit dem Hinkel sprechen. Und dann war ich entlassen. Und nach dem Kriege war einer meiner ersten Wege, dass ich Herrn Körner anrief, der zwar nicht mehr im Amte war, aber eigentlich noch sehr gut weiterlebte, ohne verboten zu sein, und rief ihn an und sagte, wo ist Ihr Bruder? Ich möchte Ihren Bruder sprechen. Das war für mich ein so ungeheures Erlebnis, dieser Mann. Und da sagte er, mein Bruder hat sich freiwillig gemeldet, nicht nur ihretwegen, sondern wegen vieler Dinge, die er damals tun musste. Er ist leider in Russland gefallen. Ja, ich habe es nur erzählt, weil dieser Bruder mir einer der Deutschen war, die wirklich mir einen ungeheuren Pep gegeben haben zum Überleben. Ich habe immer gewusst, dass ich überlebe, immer. Ich habe es auch meinem Vater immer gesagt. Durch so viel Dusseligkeit kommen wir durch. Trotzdem muss ich fragen, was in den 1000 Jahren zwischen 1933 und 1945 an beruflichen Dingen für dich überhaupt noch möglich war zu tun. Du hast, glaube ich, dann irgendwo Rundfunk gemacht. Das waren nur die 2 Jahre noch in Danzig, da war es ja noch erlaubt. Mhm. Und dann bin ich mit Hell, das war mein erster Mann, also ich sage Mann, weil ich finde, wenn man einem Mann eine Zahnbürste und ein Bett teilt, dann ist das ein Mann, ob ohne oder mit. Also, wir sind dann, haben verschiedene Wege gegangen, also wir sind über Dresden, wo ich sehr unglücklich war, nach Hamburg gekommen, eine gute Zeit, muss ich sagen. Und dann bin ich eingezogen worden, wie das üblich war. Es wurden aber alle deutschen Frauen auch eingezogen, also warum sollte ich nicht eingezogen werden? Aber ich sollte in die Rüstung kommen, und zwar zu Krümel, was eine sehr unangenehme Sache bei Hamburg war, ein unterirdisches Rüstungswerk, Munitionsfabrik. Und da habe ich wieder ein so großes Glück gehabt. Ich habe eines Tages in einem Bäckerladen mit einer Verkäuferin, mit der ich mich immer unterhielt, aber gar nicht weiter irgendwie war, sagte ich, ich bin in einer unangenehmen Lage. Wissen Sie irgendeine Stelle, wo man noch als Verkäuferin unterkommen kann? Und da sagte sie, Sie sind Mischling, nicht? Wie ich, kenne ich. Passen Sie mal auf, ich kenne jemanden, der ist wieder Generalvertreter von Fichtel und Sachs hier in Hamburg. Und gehen Sie mal zu dem hin, Hermann Gottlieb Schmidt. Und ich kam zu Hermann Gottlieb Schmidt und ich kam rein und er sagte, Sie sind doch Frau Rudolph, was wollen Sie denn hier? Und da sagte ich, ich bin eigentlich Fräulein Meisel, ich nenne mich nur Frau Rudolph und im Theater gelte ich als Frau Rudolph, weil ja keiner wusste, wer ich bin in Hamburg. Und mein Mann war dort ein sehr, sehr beliebter und wirklich exzellenter Bon Vivant. Und ich erzählte ihm das alles und sagte, das ist doch eine ganz einfache Sache. Ich habe noch keinen Mischling in meinem Betrieb. Geben Sie mir Ihre Papiere. Sie werden einen Kursus machen, 6 Monate technische Zeichnerin, und werden ab sofort bei mir morgen früh in die Telefonzentrale gesetzt. Und so saß ich am nächsten Tag bei Fichtel und Sachs Hermann Gottlieb Schmidt in der Telefonzentrale, habe sie erstklassig bedient, habe nach 6 Monaten meine technische Zeichnerin gemacht, bekam dann so einen großen Zeichensache in diese Telefonzentrale. Ich durfte nur Pausen, haben Sie keine Bank. An mir ist der Krieg nicht kaputt gegangen, weil ich verkehrt gezeichnet habe. Und das war also wirklich der zweite Mensch,
der mir im Leben dort begegnet war und der sich fabelhaft benommen hat. Und der dritte Mensch, und da muss ich sagen, nun ein Denkmal. Mein Vater musste Anfang 44 untertauchen. Nun war er nicht mehr zu halten. Und eine frühere Sekretärin mit ihrem Mann hat meinen Vater ein Vierteljahr in ihrem winzigen Einfamilienhaus in Müggelheim im Keller versteckt. Beide, der Mann stand also im Grunde in Russland an der Front. Er war dabei, als sie ihn dann hinbrachte in das Haus. Und beide wären wirklich aufgehängt worden, wenn man meinen Vater dort gefunden hätte. Und ich kann nur sagen, das waren die Helden dieses Reiches damals. Das waren sie, nicht die Generäle. Unser Zeichen gerade wäre gar nicht nötig gewesen an dieser Stelle. Viel nötiger ist es, dass ich sage, es wäre so vieles über diesen Abschnitt zu sagen, aber ich muss einen Sprung machen. 1945 stand Inge Meisel irgendwo in Berlin vor einer Bäckerei. Und ja, da kam jemand vorbei. Ja, die Bäckereien haben es überhaupt bei mir, muss ich sagen. Es kam Helmut Keutner vorbei, den ich sehr gut kannte. Mit seiner Frau war ich auch zur Theaterschule gegangen, die also auch bei uns war. Und mit Keutner habe ich in Leipzig kennengelernt, wo er auch spielte. Und er ging vorbei mit Il Overberg, ist dir das noch ein Begriff? Ja. Ein sehr guter Kameramann. Und sie suchten ein Zimmer für Overberg. Und ich stand da und rief, Helmut! Und er drehte sich um und sagte, Inge. Und er sagte, was machst du hier? Wir treffen uns alle heute Nachmittag. Und er sagte, ich, seid ihr verrückt geworden? Hamburg lag in Trümmer. Wo wollt ihr euch treffen? Wer will sich treffen? Na, alle Schauspieler. Ich habe das alles zusammengekriegt. Wir treffen uns also alle. Du musst kommen. Und da habe ich gesagt, na, erst mal ganz ruhig. Ich habe meine Mutter dann noch hier draußen. Denn wir mussten ja aus meiner Wohnung, musste ich heraus. Denn ich war von meinem Mann getrennt worden, das ist selbstverständlich. Wir durften ja gar nicht mehr zusammenleben. Ich war also unter Stand der Gestapo damals. Und ich sagte, ich muss erst in die Wohnung, in die Oberstraße. Ich muss sehen, da mussten wir sehr weit laufen. Das sind also so 15, 18 Kilometer. Und ich hatte es gab noch keinen fahrbaren Untersatz. Und da sagte der, das mache ich. In welchem Zimmer lebst du da? Und da habe ich gesagt, hier, wo ich untergekommen bin, bei Hermann Gottlieb Schmidt. Und da sagte er, das kriegt der Overberg und du kommst nach Hause. Und so haben wir getauscht. Ich war bei den Schauspielern plötzlich wieder. Und er hat gesagt, du musst wieder spielen. Er hat gesagt, du musst spielen. Da habe ich gesagt, das kann ich gar nicht mehr. Ich glaube gar nicht. Ich habe so viel geguckt und ich glaube, ich bin so kritisch geworden. Du, Helmut, das kann ich nicht mehr. Und da hat er gesagt, wir werden es probieren. Und dann haben wir es probiert. Ich fing mit Jedermann an in der Kirche, Johanneskirche, in Hamburg mit einer winzigen Rolle. Und ich hatte wieder Blut geleckt. Und dann bin ich ans Thalia-Theater. Ich bin erst als Wiedergutmachung mit der Ida Ehre ans Deutsche Schauspielhaus in Hamburg engagiert worden. Wir kriegten ein Engagement mit einer sehr guten Gage, 800 und 1000 Mark. Das war also enorm. Es war zwar das Geld, was nichts wert war, denn es war ja 46 dann. Aber wir kriegten überhaupt nicht zu spielen. Es war eine reine Wiedergutmachung. Es war das Blödeste, was ich je erlebt habe. Das war nämlich das Entwürdigendste eigentlich, was mir da passiert war. Dass also jemand sagte, nun müssen wir dir was Gutes tun, und der Ida auch, die ja auch also weg war vom Fenster, und nun kriegen die erst mal Gage. Aber wir wurden nicht, überhaupt nicht besetzt. Und da habe ich gesagt, mit mir nicht. Also lieber gehe ich wieder in die technische Zeitung oder ins Telefonat, aber so nicht. Und Ida machte ein Theater auf und ich kriegte ein Angebot ans Thalia-Theater von Herrn Mertens und spielte dann meine erste Rolle in Tartüff. Und das war ja dann auch für lange Zeit die erste künstlerische Heimat, wenn man so sagen darf. 23 Jahre. 23 Jahre. Aber ja, jetzt müssen wir dann irgendwann auch aufs Fernsehen kommen, denn die Zeit läuft uns schon wieder weg. Und angeblich hat das Fernsehen, ob Sie es glauben oder nicht, für Inge Meisel mit bitteren Tränen begonnen. Stimmt das? Ja. Aber ich meine, darüber will ich gar nicht reden. Nicht. Ich habe will über etwas anderes reden. Ich habe dann meinen Mann kennengelernt und er war ein englischer Theateroffizier. Und ich habe wirklich, ich bin nicht mit fliegenden Fahnen von meinem ersten weggegangen. Das möchte ich also gleich mal sagen. Und wir sind weiter gute Freunde geblieben. Aber es war einfach so, dass ich mit 35, 36, also meine ganz große Liebe kennenlernte.
Und ich habe mit zwei Männern artig zusammengelebt, ohne mit einem von beiden ins Bett zu gehen. Weil ich gesagt habe, ich will nicht unanständig sein. Und bis wir uns dann geeinigt haben und ich ging dann zu meinem John. Und ich habe dann erst mit ihm 12 Jahre in wilder Ehe gelebt und dann erst geheiratet. Es war gar keine wilde Ehe, es war genau dieselbe Ehe wie später. Es war die Sache mit der Zahnbürste und... Und dem Bett. Und dem Bett. Da machst du nicht so. Ich habe überhaupt nicht, das ist ja das Menschlichste, was es überhaupt gibt, soweit die Zahnbürste betroffen ist. Das andere ist im Fernsehen immer ein bisschen gefährlich. Nicht um diese Zeit. Du wirst durch mich zweideutig. Nein, aber ich habe... Ich kenne nur Leute, die durch dich eindeutig... Da gibt's nur Plus und Minus. Gut oder schlecht geworden sind. Ja. Fast parallel. Ich hatte darauf gewartet, dass du den Namen nennst, denn es gibt sicherlich einige unserer Zuhörer, Zuschauer heute Abend, die nicht genau wissen, wer John ist, denn ich muss es dann sagen, John Olden, die große Liebe der Inge Meisel, war ein begnadeter Regisseur, der zu seiner Zeit damals, das darf ich sagen, Fernsehgeschichte gemacht hat und den ich bewundert und verehrt habe und der leider viel zu früh gestorben ist. Leider, ja. Mit 48. Aber er hat dir die Tränen vor dem Fernsehen nicht nur weggewischt, sondern er hat daraus etwas gemacht, was man dann plötzlich irgendwann die große Volksschauspielerin genannt hat. Und später wurde daraus etwas, was sie vielleicht nicht so sehr gefreut hat. Das war die Fernsehmutter der Nation. Ja. Das ist sie ja noch. Aber ich muss sagen, es ist doch eine Nation, die sehr gut ist, die sich ausgerechnet sowas wie mich aussucht als Mutter. Ne? Betrachtest du das etwa auch als eine Art Wiedergutmachung? Nein, gar nicht. Gott sei Dank. Denn das große, wie soll ich sagen, das Publikum, nimmt das überhaupt nicht zur Kenntnis. Ja. Das ist nämlich das sehr Interessante. Ich kriege sehr viele Briefe, das kriegt jeder Schauspieler, aber manche sind dadurch, dass ich mich also politisch, ich sage nichts wie, betätige, auch sehr bösartig manchmal, die man bekommt. Man bekommt Plus, man bekommt Minus. Und dann sage ich mir immer, wie merkwürdig, wenn ich auf Tournee gehe, dass sich das gar nicht äußert in bestimmten Städten, die vielleicht also, sagen wir mal, programmiert sind auf das Gegenteil von mir. Gar nicht. Sondern das Publikum unterscheidet haargenau zwischen der Schauspielerin und der Bürgerin, die einfach sich als Bürgerin empfindet und sagt, ich bin politisch. Nein, das findet am Theateramt nicht statt. Na, aber das habe ich doch nicht gesagt. Ich habe doch nur gesagt... Ich habe doch nur gesagt, dass das Publikum das einfach nicht zur Kenntnis nimmt. Du hast zu mir gesagt, bevor wir angefangen haben, sobald ich das Wort Bürgerin sage, ja, musst du so machen. Ach so. Ich tue nur das, was man mir sagt. Du hast gesagt, Bürgerin, da muss In ich Ordnung. So machen. Also. Er hat recht. Also, du bist dran. So, nur habe ich dir den schwarzen Filter zugeschoben. Nein, also wer Inge Meisel kennt, der weiß, dass man sie überhaupt nicht in irgendeine Art von Zwangsjacke hineinstecken kann, weil sie schlägt wild um sich, wenn das einer versucht. Sie braucht ihre Freiheit, sie braucht ihre Meinungsfreiheit, sie braucht ihre künstlerische Freiheit. Und wer versucht, sie in irgendetwas hineinzudrücken, der erlebt ein Fiasko. Und trotzdem hat man dich also in gewissem Maße, in Heuwägelchen, langsam, in gewissem Maße, ja, in eine künstlerische Schablone gepresst, nämlich die dann der Fernsehmutter. Ja, die werden wir aber alle in Schablonen gepresst. Von Zeit zu Zeit. Auf die Dauer, nicht? Ja. Weil wir einfach, wenn ein Erfolg da ist, also der überhaupt, also sagen wir mal, ein überwältigender Erfolg, was ich bin sonst für sehr kleine Worte, aber dann kriegt man nur noch Angebote immer in dieser selben Sparte. Das ist in keinem Beruf, glaube ich, so wie bei uns der Fall. Also haben Sie mal eine Mutter gespielt, kriegen Sie nur noch Mütter. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt Großmütter anfange, kriege ich nur noch Großmütter. Und wenn ich zu Autoren gesagt habe, ich schreibe doch mal eine alleinstehende Frau, die sich durchkämpft und Krach mit Männern hat und sowas. Aber Frau Meisel, doch nicht. Dann haben Sie die Erotik alles völlig ausgeschaltet. Also ich muss sagen, wirklich beim bestimmten Alter wurde ich direkt sterilisiert. Und auch bei solchen ungeheuer wirklich netten und reizenden Talkshows bin ich eigentlich immer nur gefragt worden, Fragen, die oberhalb des Nabels waren.
Nichts war sonst wirklich gar nichts. Bleiben wir. Bleiben wir noch. Also nun kannst du nicht so machen. Nein. Bleiben wir noch ein bisschen vor der Sterilisation, ja, der Inge Meisel. Um aus dieser Schablone herauszukommen, was sie gerade gesagt hat, und dann die Produzenten oder wer auch immer gesagt, aber Frau Mann, doch nicht das, hat sie eine Rolle gespielt, die haben ihr dann die Kritiker übel genommen. Das muss also noch vor der Sterilisation gewesen sein, denn da handelt es sich um eine alternde Lesbierin. Nein, das habe ich selbst gewollt, um da wegzukommen. Ja. Weil man immer gesagt, immer Mutter, immer das. Dabei habe ich die Unverbesserlichen wahnsinnig gern gespielt. Mhm. Und es war eine der besten Serien, sage ich heute noch, die überhaupt über den Schirm gelaufen sind. Und nein, es war es wirklich. Und ich habe also wirklich gespielt den ganzen Hauptmann. Ich habe Thomas Wolfe gespielt. Es hat mir nichts genützt. Immer wieder kam die Kritik. Die Mutter der Nation. Und dann kriegte ich ein englisches Stück, Sister George muss sterben. Eine alternde Lesbierin, die also einen jungen Menschen liebt und mit ihm zusammenlebt, mit diesem Mädel. Und es war ein sehr schönes Stück. Und ich glaube, es war eine sehr gute Rolle von mir im Grunde. Und Sie glauben es nicht, einer der größten Kritiker Berlins hat geschrieben, er hätte sich beinahe die Hände waschen müssen, wie er nach Hause ging, vor Ekel. Und mein Intendant, den ich sehr liebte und verehrte, Professor Reg aus Berlin und Hamburg, der das von Mertens übernommen hatte, sagte zu mir, Ihre Rolle ist glänzend. Wenn ich noch einmal sowas von Ihnen sehe, entlasse ich Sie. Und es ging dieses Stück rasant. 6 Wochen lang, nämlich alle Homosexuellen und alle Lesbierinnen kamen hin, waren sehr zufrieden und glücklich. Und in dem Moment, wo die beendet waren in Berlin, ging kein Bürger mehr rein. Man wollte mich so nicht. Aus. Da habe ich die Konsequenzen gezogen und habe keine Lesbierin mehr gespielt. Aber du hast dich sicher über diese herbe Kritik geärgert. Ich habe geärgert? Ich verblute beinahe bei schlechten Kritiken. Dann würde ich mich jetzt revanchieren und auch den Namen des Kritikers sagen. Wer war denn das, der renommierte Kritiker? Nein, der ist jetzt Luft für mich. Ah. Schön. Es ist ein paar Mal angesprochen worden und ohne, dass ich den Zeigefinger krumm machen muss, das soziale Engagement in deinen Rollen. Hat sich das einfach so ergeben aus den Rollen, die man dir angeboten hat, oder hast du zum Beispiel diesen Teil der Möglichkeiten der Darstellung eines Menschen, einer Frau, sehr stark selbst beeinflusst? Ich suche mir heute noch meine Rollen aus, indem ich sage, wenn etwas drin ist, was wirklich sozial Menschen aufrütteln kann, dann möchte ich das spielen. Ich habe zum Beispiel eine wundervolle Rolle abgelehnt, eine Mutter von einem Mädchen, die einen Neger, einen Black People heiraten will und die also eine ungeheuer tolerante Frau ist. Und in dem Moment, wo die Tochter kommt und sagt, ich will diesen Jungen heiraten, sagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Du wirst keinen Schwarzen heiraten. Meine Enkelkinder Schwarze kommt gar nicht in Frage. Und das Stück ist ein exzellentes Stück, ist von Ted Willis. Ich habe die Frau im Morgenrock von ihm gespielt. Es ist ein englisches Stück, war ein großer Erfolg drüben. Und ich habe gesagt, das müsst ihr anders besetzen. Nicht mit mir. Ich bin eine solche Bezugsperson für so viele Hunderttausende von Menschen. Und darauf Millionen. Bin ich sogar sehr stolz. Millionen. Ich will nicht Millionen sagen, doch. Ich bin immer für die fürs Kleingeld. Es sind Millionen. Gut. Und da habe ich gesagt, ich möchte nicht, dass jemand zu Hause sitzt und zu seinem Mann sagt, siehst du, Otto, die Kleine sagt auch Schwarze riechen. Siehst du, Otto, ich möchte auch keine Schwarze. Das wollte ich nicht. Und darauf habe ich die Rolle zurückgegeben, habe gesagt, mit mir nicht. Im Theater kann ich das spielen. Da kann ich mit einer einzigen Pause, wenn ich merke, ein falscher Lacher, kann ich eine Pause machen und die Leute werden wieder stumm. Genau wie ein falscher Lacher kann ich auch ein bisschen beiseite gucken, kann so machen und dann spiele ich weiter. Sie wissen es genau. Aber im Fernsehen, ich weiß nicht, wer gerade von der Tour kommt oder gerade nicht zugeguckt hat oder nur das durch Zufall sieht, da möchte ich das nicht. Da bin ich dann konsequent. Charity beginnt der Toms, heißt es. Und ich finde, sowas beginnt beim eigenen Portemonnaie. Da muss man absagen. Ich muss jetzt auch ein bisschen zur Seite gucken, nämlich auf meinen kleinen Monitor hier. Und da steht noch 2 Minuten. Oh, dann schnell. Ob du es glaubst. Ja, ob Sie es glauben oder nicht. Und ich würde
mühelos und leicht und gerne einen zweiten Teil dran setzen mit 45 Minuten, wenn wir Sendezeit hätten, da wir sie nicht haben, möchte ich Frau Meisel nicht überstrapazieren und meine Schlussfrage vielleicht sogar mit einem Dank an Sie einleiten. Es geht ihr gar nicht gut und ich bin sicher, Sie haben es überhaupt nicht gemerkt. Sie fühlt sich gar nicht gut und sie hat gesagt, vielleicht müssen wir sogar unterbrechen. Dafür, dass sie trotzdem gekommen ist, trotz Fieber, lass mir mal deinen Puls fühlen. Ja, ist ganz schön. Trotz Fieber, dafür gebührt sowieso unser herzlicher Dank ihr. Das ist das. Ich muss das sofort absprechen. Disziplin. Dieser Bursche hat auch bis zuletzt mit der Gelbsucht gespielt. Ja, leider noch ein bisschen drüber hinaus, sodass sich ein paar noch angesteckt haben. Ich habe mit einem Zitat begonnen und ich möchte eigentlich mit einem aufhören. Ich bin ein hoffnungsloser Optimist. Ja. Das fand ich so schön. Ist das nun so eine speziell meißelsche, ein speziell meißelscher Widerspruch, der hoffnungslose Optimist? Eigentlich nicht. Ich habe mich dazu erzogen. Und ich finde, dass man sich überhaupt erziehen kann. Mhm. Wissen Sie, es nützt einem überhaupt nichts, wenn Sie jemanden treffen und der sagt, wie man es immer sagt, wie geht's dir? Und Sie würden antworten, miserabel. Dann sagt er, ach, das tut mir leid. Übrigens, hast du schon gehört, was der und der jetzt macht? Also man nimmt es gar nicht zur Kenntnis. Da habe ich mir gesagt, das Beste an den Amerikanern ist Keep Smiling. Und so bin ich bei Keep Smiling geblieben. Mir geht es einfach immer gut. Und wenn es draußen regnet, dann weiß ich, ich brauche meinen Rasen nicht zu begießen. Und wenn die Sonne ist, sage ich, ein schöner Tag, lege ich mich an das Wasser und lasse den lieben Gott einen guten Tag sein. Ich suche mir also immer das Beste raus. Überhäuft. Mit Ehrungen und Preisen von bis, alles Gold, goldene Kamera, goldener Bildschirm, goldener Otto, goldener Vorhang, habe ich was vergessen? Ja, natürlich, unser Bambi, unser gemeinsamer Bambi. Von Gracia Patricia überreicht. Einen hohen Orden hat sie abgelehnt. Ich habe keine Zeit mehr zu fragen, warum nehmen wir an aus Bescheidenheit die letzte Nein, Frage? Nein, nicht aus Bescheidenheit, ganz schnell. Mein Vater hatte einen Orden bekommen für seinen rechten Arm an der Somme. Und er war ihm 1933 abgesprochen worden. Er musste das Bändchen wieder abnehmen. Und da habe ich mir gesagt, mir kann kein Orden mehr was geben. Nicht. Keinen Orden? Worüber würdest du dich im Augenblick, ja? Am meisten freuen? Am meisten freuen, wenn ich mal die Rettungsmedaille bekommen hätte. Aber es ist nie einer ins Wasser gegangen, wenn ich dabei war. Es springen jetzt auf dem Heimweg springen 200 begeisterte Gäste in die Isar. Vielleicht kannst du einen davon rausholen. Aber bitte einen nur. Und sie bekommt die Münchner Rettungsmedaille, unsere große Hochachtung und unsere unvergängliche Liebe für eine große Schauspielerin, die uns hoffentlich noch lange so gesund erhalten bleibt. Dankeschön. Danke dir. Tulpen und Maiglöckchen, meine Lieblingsblumen. Dafür danke ich.